In meinem heutigen Video möchte ich mit dir über das Hellsehen sprechen. Wie es ist, Hellseher zu sein und was du tun kannst, um dein drittes Auge zu öffnen. Hallo, ich grüße dich bei Engel TV. Ich bin Udo Wolfmann, Hellseher, Engelmedium und Autor für spirituelle Literatur und ich habe auch ein eigenes Kartendeck und einige CDs gemacht. Ich freue mich sehr, wenn du dich für das Thema Hellsehen interessierst. Wenn dir dieses Video gefällt, freue ich mich sehr über deinen Daumen nach oben. Und wenn du in Zukunft immer die aktuellen Neuigkeiten der geistigen Welt haben möchtest, wenn du regelmäßig kostenfreie Meditationen erleben möchtest oder auch tolle kostenfreie Orakel erleben möchtest, dann abonniere diesen Kanal. Außerdem möchte ich von dir wissen, wie das, was ich dir gleich präsentiere, bei dir gewirkt hat. Hellsehen ist eine Begabung, die wir alle eigentlich in uns tragen. Jeder war als Kind zum Beispiel hellsichtig, hat Dinge gesehen, hat Lichtblitze gesehen oder hat schon mal Farben gesehen oder vielleicht sogar schon mal Personen und auch die Engel. Bei mir war die Hellsicht so als Kind, als erstes habe ich Verstorbene gesehen, meinen lieben Opa, als er gestorben ist, habe ich gesehen, meine Großmutter, als sie starb, kam ich besuchen, jetzt kürzlich hatte ich noch eine ganz liebe Freundin, die mich nachts besucht hat, die ich gesehen und gehört habe, und ich bin ja auch hellhörend, hellfühlend und klar wissend, muss man dabei wissen. Die Engel haben etwas länger gedauert. Am Anfang habe ich kleine Lichtpunkte gesehen, die so ähnlich wie bunte Christbaumkugeln aussahen. Mit der Zeit nahmen diese dann Gestalt an und ich sah dann gestaltige Engel mit ihren Flügeln. Wie die Engel aussehen, das kannst du, wie ich sie sehe und wie ich sie erlebe, das kannst du sehr gut nachvollziehen, wenn du auf meine Website gehst und du das Gratis-Orakel mal ausprobierst, dann weißt du, wie ich die Engel sehe. Die Engel sehen wir natürlich so, wie sie für uns richtig sind. Sie erscheinen in verschiedener Weise und in verschiedener Form, nämlich genau so, wie du sie am besten vertragen kannst. Jetzt ist natürlich die Frage, wie öffne ich mein drittes Auge? Weil viele Menschen haben viele Blockaden auf dem dritten Auge im Laufe des Lebens, beginnend bei der Erziehung, in der Schule. Auch die Kirchen, die legen ein Kreuz auf das dritte Auge, um das zu versiegeln, damit wir nichts sehen können. Und speziell die katholische Kirche versiegelt unser drittes Auge und dann wird es zugemacht. Aber es geschieht bei jeder Kindstaufe. Ne? Das Kreuz auf dem dritten Auge macht das dritte Auge quasi zu. Jetzt wolltest du vielleicht wissen, wie mache ich das wieder auf? Dafür habe ich etwas gemeinsam mit Erzengel Raphael und Engeln der Hellsicht für dich entwickelt. Direkt unter dem Video findest du den Link, wie du dazu kommst. Das ist diese großartige CD, die Erzengel Raphael Meditation oder auch Erzengel Raphael und Engel der Hellsicht genannt. Es ist eine geführte Meditation, gechannelt von Erzengel Raphael, die dein drittes Auge vollständig und vollkommen öffnen wird. Und als zweiter Track ist die Erzengel Raphael Musik bzw. die Musik auf der Engel der Hellsicht drauf. Die kannst du im Autofahren überall laufen lassen. Die geführte bitte nicht, die geführte Meditation nur zu Hause mit Ruhe machen, weil du wirst auch in eine tiefe Entspannung geführt. Das ist ja beim Autofahren so nicht gut. Aber sonst kannst du die Musik, die kannst du über Kopfhörer, mit Handy, mit Spazieren gehen, beim Autofahren, wie auch immer, überall laufen lassen. Das ist ganz, ganz toll. Die wird dein drittes Auge pulsieren lassen und auch die Musik wird dir helfen, dass sich das dritte Auge öffnet. Und diese CD kannst du dir jetzt sichern. Ne? Einfach unten auf den Link klicken und mit dem Gutscheincode UDO30 bekommst du auf diese CD noch 30% Rabatt. Ich freue mich sehr, wenn ich dir mit diesem Video in Bezug auf die Hellsicht und das Hellsehen helfen konnte. Wenn dir das gefallen hat, über deinen Daumen nach oben und über deinen Kommentar erzähl mir, wie diese CD bei dir gewirkt hat. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, eine gute Zeit. Gott segne und beschütze dich, erlasse seine Engel deinen Weg leuchten und dich auf deinem Pfad führen und begleiten. Licht und Liebe, Udo Wolfmann. Tschüss.